Liebe Zeitzeugen, es tut gut, dass mir über diese bestimmte Form der Briefverschickung durch die Raumzeit die Möglichkeit gegeben wird, mein Wort an die lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger aus der Vergangenheit zu richten. Zu meiner Person möchte ich hier nur so viel sagen, dass die Jüngeren unter Ihnen mich noch intensiv werden mitbekommen. Vor allem an euch, die ihr das Wohl unseres Landes in den Händen haltet, möchte ich mein Wort richten. Es werden viele Stürme über euch fegen und ihr werdet Zeugen von markerschütternden Verwerfungen werden. Einigen von euch wird der Boden unter den Füßen weggezogen und es wird niemand da sein, der euch auffangen wird. Andere werden einen Weg finden, mit völlig neuen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Begebenheiten zurechtzukommen. Dieser Weg der Behauptung wird in meine Richtung führen. Es wird eine Wanderung sein, die einige Unannehmlichkeiten für euch bereithält. So werdet ihr besser zu früh als zu spät euch damit anfreunden müssen, dass vielleicht Liebgewonnene dennoch, wenn ihr ehrlich zu euch seid, nicht wirklich leidenschaftlich wahrgenommene gesellschaftliche Freiheiten einem höheren Privileg geopfert werden müssen. Es wird das Privileg des Überlebens unseres Volkes sein. Vielen Dank. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Ihr mögt nun vielleicht die Stirn runzeln. Steht ihr doch gerade an einem Ort, an dem die hübschen Geschenke einer freiheitlichen Demokratie zelebriert werden. Vor einer Kulisse, die von turbulenten Zeiten erzählt und davon, wie diese überwunden worden und in ein vermeintlich gutes Ende überführt worden sind. Ihr mögt die Stirn runzeln, anhand der surrealen Vorstellung, dass dieses wohlständige, aufgeklärte und weitgehend selbstbestimmte Leben, das ihr führen dürft, und ich betone, führen dürft, sich bald in Auflösung befinden und alles, was euch als selbstverständliches Recht erschien, im Nachhinein als verschwenderische Inanspruchnahme eines raren Luxusgutes beschrieben werden kann. Mir liegt es fern, euch jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern allein die Verantwortung in die Schuhe zu schieben, dass das Kartenhaus Europa zusammenfallen wird, dass das sensible Gefüge aus freien Nationen, die nach außen füreinander einstehen und nach innen individueller Entfaltung größeren Spielraum geben, an eine natürliche Grenze stoßen wird. Ich gebe euch nicht die Schuld dafür, dass eure demokratisch gewählten Führer scheitern werden. Mit ihrem absurd naiven Anspruch, am runden Tisch des wöchentlichen Krisengipfeltreffens würde zu guter Letzt die Einsicht in die gemeinsame Abhängigkeit dazu führen, sich fern jeder Vernunft noch mehr voneinander abhängig zu machen. Nein! Ihr lieben, jungen Menschen, das ist es nicht, was ich euch vorwerfe. Nichtsdestotrotz habt aber auch ihr einen nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu geleistet, dass wir mit mir an der Spitze vor der Situation stehen werden, schmerzhafte Opfer leisten zu müssen, um den Generationen nach uns wenigstens die Chance zu eröffnen, wieder zur ersten Welt zu gehören und nicht, wie es bald sein wird, sich gegen Länder durchsetzen zu müssen, denen wir vorher noch Almosen gespendet haben. Und glaubt mir, diese Durchsetzung wird nicht auf diplomatischem Wege zu gewährleisten sein. Euer Anteil an der Misere wird gewesen sein, dass ihr die Blumen nur gepflückt habt, die auf den Schlachtfeldern der Geschichte wuchsen und für einen Moment den Duft der Hoffnung auf immerwährenden Wohlstand, Frieden und Freiheit durch unseren Teil der Welt wehen ließen. Ihr hättet aber auch Gärtner sein und die Erde bestellen müssen. Denn bald sind die Blumen weg.
Und der Garten wird wieder zu einem Schlachtfeld. Auch ich war zu eurer Zeit nur bestrebt, die lächerlichen Anforderungen eines im internationalen Maßstab nur als dekadent zu bezeichnenden Lebens zu meistern. Es drehte sich um Themen, die ausschließlich aus dem eigenen engen Wirkungskreis entstanden und im weitesten Sinne nicht über Fragen nach der geeigneten Organisation meines Freizeitverhaltens, meines eigenen Lebensstils hinausgingen. Nun, diese Fragen haben sich bald erledigt und werden existenzielleren Anforderungen weichen, für die ich nun an oberster Stelle die richtigen Antworten finden muss. So möchte ich mit einer Bitte schließen, an die ihr euch erinnern mögt, wenn wir uns in nicht allzu ferner Zukunft gegenüberstehen. Versucht, mich nicht an meinen Taten zu messen, denn zu diesen werde ich gezwungen sein. Versucht, eure Bewertung meiner Person an dem Bild der Zukunft nach unserer Zukunft zu orientieren, das ich zu entwerfen gedenke. Nehmt das Leid, das ich euch zufügen werde, nicht als verdiente Strafe für eure Blindheit und Verschwendung ideeller Ressourcen. Nehmt es als Preis für die Errichtung eines neuen, blühenden Gartens. Ich will euch von hier im Voraus umarmen und euch zurufen, es wird nicht vergebens sein, auch wenn wir die Blumen nicht mehr selbst werden pflücken können. Eure Kinder und eure Enkel werden es an eurer Stelle tun. Und dann wird alles entweder von vorne losgehen oder die Menschheit hat ausnahmsweise mal etwas gelernt aus der Geschichte. In diesem Fall wäre meine Person natürlich... Ich danke euch und bis bald!